Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu... Hä? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Holzler Woodworking. Wir haben ja in einem ersten Video angefangen, unsere Werkstatt umzubauen und dieses wollen wir heute fortsetzen. Im ersten Schritt wollen wir heute endlich damit anfangen, unsere French Creekboard umzubauen. Weiterhin werden wir ein, zwei Sachen noch in der Werkstatt an seiner Position etwas verändern und wir werden die Werkbank endlich anfangen umzubauen. Das ist eigentlich so das größte Projekt. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lang und fangen direkt an, aber bevor wir anfangen, müsste ich glaube ich einmal aufräumen. So, Werkstatt ist sauber, jetzt machen wir uns an die French Keepler ran. Das ist der erste Schritt, wir müssen sie leer räumen. French-Kiet-Wand ist leer geräumt. Ich hatte ja, glaube ich, im ersten Video von unserem Werkstattumbau gesagt, das verlinke ich euch da oben nochmal, könnt ihr euch gerne nochmal angucken, dass ich das letzte Mal das geölt habe. Heißt, bevor wir jetzt streichen, müssen wir auch nochmal die ganzen Leisten einmal abmachen und einmal grob drüber schleifen. Yay! Deswegen, kleiner Tipp von mir am Rande. Ölt eure USB-Wand nicht oder streicht sie, wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid. Weiter geht's mit dem Abschrauben der Leisten. So, wie ihr seht, alle Leisten sind ab. Direkt weiter zum Schleifen und dann können wir endlich streichen. So, der Spaß ist abgeschliffen. Jetzt gehen wir ans Streichen. Es geht weiter. Unsere Werkzeugwand ist gestrichen. Und wie ihr seht, das Ergebnis kann ich doch, finde ich, sehr gut sehen lassen. Die Farbe ist besser als gedacht. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist, ich habe dort die Ecke so ein bisschen zugemacht, weil ich der Meinung bin, dass das für die Ecke so selber ein bisschen besser wirkt. Gerade auch, wenn man Videos hat und dann, dass man da die Fläche in der Ecke ein bisschen besser nutzt und dann einfach das zugemacht hat und dann mit French Creek Leisten voll macht. Die habe ich auch schon alle gestrichen. Die liegen hier vor mir. Was ich in der Zeit gemacht habe, wo die French Creek Wand getrocknet ist, und zwar ist die Werkbank auseinandergebaut. Die ist in Teilen dort, Teile dort und der Rest ist dort. Und jetzt gehen die French Creek Leisten wieder an die Wand. Go! Ich konnte sogar meine French-Kleed-Wand ein bisschen erweitern. Das hat sich so während des Prozesses ergeben. Denn der gestückelte Teil, den ihr dort eben am Ende gesehen habt, da war hingen vorher meine Schraubzwingen. Ich habe mir überlegt zu sagen, okay, das wird jetzt auch French-Kleed, einfach um noch mehr zu haben. Weil das Thema French-Kleed wirklich ein schönes Thema ist und die Schraubzwingen hänge ich irgendwo anders ran, beziehungsweise schraube sie irgendwo anders ran. Halter haben sie ja schon. Und genau, wenn ihr mal ein Video über French Creed Halter haben wollt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Mache ich gerne, habe ich auch Spaß dran. Und ich würde sagen, jetzt räumen wir ein und dann können wir endlich mit unserer Werkbank weitermachen. Ich hänge die French Creed Halter jetzt erstmal nur so
grob ran. Einfach aus dem Grund, weil das jetzt zu viel Zeit in Anspruch würde, jeden Einzelnen in seiner festen Position später zu haben. Weil wir wollen ja ein bisschen was schaffen und deswegen werden sie jetzt eben nur schnell hingehangen. So sieht mein French Kiepwand jetzt erstmal in gestrichener Form aus und erstmal grob angeordnet. Ich habe gleichzeitig ein bisschen aufgeräumt und ich muss sagen, also mich würde, schreibt es bitte wirklich mal in die Kommentare, wie euch das jetzt gefällt mit dem grauen Hintergrund. Also ich finde es einfach, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und ich finde es wirklich, der Aufwand hat sich mehr als gelohnt. Wir sammeln jetzt aber nicht lange, sondern machen direkt weiter. Was haben wir jetzt vor? Ja, jetzt kommt eigentlich mit die größte Aufgabe noch oder die schwerste. Wir wollen unsere Werkbank aufbauen. Ja, die wollen wir auch aufbauen. Nein, wir wollen unsere Werkbank umbauen. Ich hatte ja schon zwischendurch ein bisschen gezeigt, dass ich die auseinandergebaut habe. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir fangen jetzt erstmal damit an, grob die Materialien zu sichten. Also das, was wir von der Werkbank noch wiederverwenden werden. Ich versuche jetzt erstmal alles grob zuzuschneiden, damit wir die Rohmaße haben und ob wir da dann noch was von gebrauchen können. Mir geht es erstmal darum, die Füße werden wir auf jeden Fall wiederverwenden. Mir geht es jetzt erstmal darum, wenn wir jetzt hier, das ist jetzt quasi ein Restteil davon, das sieht dann so aus, so und so. Wenn wir das zuschneiden, ob es dann noch lang genug ist, um das für unsere Platte zu verwenden, das wäre cool, weil man muss ja auch gerade bei den heutigen Holzpreisen immer versuchen zu sparen. Das werden wir jetzt auch versuchen und ich messe einfach. Unsere Buchenplatte ist 1,20 auf 71 und damit wir das nicht vergessen, notieren wir das mal eben schnell. Das kann wirklich passieren. 1,20 auf 71. Da haben wir sie. Kurzer Tipp, ich glaube, ich habe es schon mal in einem anderen Video gewesen. Ich weiß, so ein Maschinenschraubstock ist jetzt nicht die ideale Lösung, aber mir hilft er ganz gut weiter. Das ist jetzt eine Werkbank, von daher ist es mir fast egal, wie die aussieht, zumindest an den Stellen, wo man es nicht sieht. Wenn ihr auch nur sowas zur Verfügung habt, legt euch einfach ein Stück Holz dazwischen. Das hilft meist schon ganz gut. Der Idealfall ist natürlich eine Vorderzange, aber wir müssen uns damit behelfen. Wir haben nur das und deswegen geht es jetzt los. Zur Hälfte wahrscheinlich, weil die Kamera es nicht ganz eingefangen bekommt. Das Grundgestell von unserem neuen Werkbanktisch ist fertig. Ich habe diesmal im Vergleich zum letzten Mal habe ich ihn tatsächlich komplett ohne Schrauben gemacht. Diesmal wollte ich es ein bisschen einfacher halten, weil ich auch endlich mit dem Umbau fertig werden will. Habe ich jetzt Schrauben verwendet, um dort die Überplattung zu benutzen, zu festzumachen. So ist es richtig. Und ja. Ich würde sagen, jetzt machen wir die Buchenplatte drauf und dann haben wir wieder eine Werkbank, die wir benutzen können. Die Buchenplatte ist drauf. Falls ihr euch wundert, warum da unter jetzt noch immer noch nichts ist oder in der Aufnahme vorher, das werde ich alles erstmal später machen. Das hat für mich jetzt erstmal keine Priorität. Wir machen jetzt die Buchenplatte fest. Genau, das sind unsere beiden Klötze, mit der wir die Werkbankplatte an unserer Werkbankgestell befestigen werden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einmal eine Etage tiefer. Und wir befinden uns jetzt unter der Werkbank. Da kommt der erste Klotz hin und da irgendwo kommt der zweite Klotz hin. Die werde ich jetzt anschrauben. Dafür werde ich euch jetzt nicht mitnehmen, weil ich glaube, schrauben könnt ihr. Und hier unter lässt sich scheiße filmen. Bis gleich.
Die Werkbankplatte ist auch endlich fest dran. Um das jetzt noch einmal ein bisschen schicker zu machen, weil sie ja schon ein bisschen runtergerockt ist, werden wir jetzt einmal die Oberfräse auspacken und da schön an den Kanten noch einmal eine schöne Rundung ranfräsen, damit das nochmal wieder ein bisschen Gesicht bekommt. Und dann haben wir doch schon wieder eine sehr, sehr schöne Werkbank, womit sich dann das Bild hier im Hintergrund schließt. Aber ich habe genug gesammelt, die Oberfräse. Benutzen werde ich diesen Kegelfräser. Ich halte ihn mal vor die Kamera. Ja, man kann das sehen. Das ist mein Kegelfräser. Damit werden wir einmal rundherum gehen, rumgehen. Da wird die Rundung wird dadurch nicht allzu groß. Und man kann immer noch an der Kante sauber arbeiten und sie sieht gut aus. Also auf los geht's los. Ihr Lieben, das war der zweite Teil von unserem Werkstattumbau. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Das war auch jetzt der erste intensive Dreh mit meiner neuen Kamera und Mikrofon. Mich würde natürlich jetzt brennend in den Kommentaren interessieren, A, wie findet ihr das Ergebnis in unserer Werkstatt? Und B, wie ist die Qualität der Videos rein vom Ton und vom Bild her? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Mir bleibt jetzt nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne, gerne nächstes Mal auch wieder ein, wenn wir wieder zusammen basteln oder irgendwelche Kacke machen. Und ich würde mich natürlich wie immer sehr, sehr, sehr über ein Abonnement freuen und ein Like und einen Kommentar von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.